Die sind ein bisschen angefressen auf mich. Der eine will mich halt noch unterstützen. Zu der Frage jetzt gerade, was im Chat kam, wann es wieder ein LS15-Stream geben wird, gibt's einfach keine Antwort. Ich stream, wann ich Bock hab. Und das ist halt jetzt gerade. Arno, Es ist ein Spiel, welche weil ich es Rolle? brauche. Und LS15 wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr geben. Im nächsten Jahr, im Jänner, dann würde ich schauen, dass ich wieder ab und zu streame. Ich bin jetzt gerade am Vorproduzieren, halt deswegen auch wenig Zeit zum Streamen. Ich tue jetzt gerade, wenn ich so nebenbei noch Lust habe und so weiter, dann mache ich League of Legends Streams, ganz normal. Aber mehr will ich auch nicht. So, warte mal. Zum Hotel, die bla 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 gehen. Das ist in die Richtung 240 Meter. Nein! Oh, spring runter. Und wie ich auch schon so oft gesagt habe, es gibt auch noch anderes außer LS. Und ich wird mein Ziel. Ja, genau. Jetzt hast du deinen Kopf gebrochen. Ich werde das so beibehalten. Ich werde nicht nur LS machen, weil sonst wird mir irgendwann selber das Spiel auch zu viel und zu langweilig. So, ich musste da hinten. Sicher, dass du das willst? Du willst den. So, das war 7 von 20. Noch 90 Meter, da müssen wir da jetzt wahrscheinlich auf das Dach rauf. Müssen wir schon auf das oder wäre es das nächste? So, da können wir raufgehen. Zack. So, perfekt. Und dann muss ich jetzt da oben hin, oder was? Ja, jetzt bin ich da. Gut. Jetzt Was blick ist dich da? um. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung! Hey, den werden wir befreien einmal. Das ist der Sklave. Kommt ganz schön rum, oder? Nice wird halt, wenn wir nochmal kurz zu LS zurückkommen, wenn wir schon dabei sind. Ich finde LS überhaupt nicht langweilig, halt mir taugt das Spiel wirklich, aber ich will halt nicht, da ich es einfach, ja, im Endeffekt mit YouTube angefangen habe jetzt, will ich eine Abwechslung bringen und ich will mich nicht nur auf LS aufbauen. Natürlich ist ein Hauptteil von meinem Zeug LS. Sollte sich jemand so aufregen? So, ihr habt mich jetzt alle nicht gesehen. Er ist einfach auf und davon. Ihr bleibt jetzt stehen, weil ich will jetzt die zwei da mit einem Luftattentat eliminieren. So. Nagelt sie fest! Perfekt. Ich will mir jetzt nachher auch ein besseres Schwert irgendwann kaufen. Weil das wird auch schon langsam Zeit. So, was soll. Attentat aus einem Versteck, bis Berserker für. Okay. Habe ich überhaupt Berserker Pfeile? Ja, ein Stück, aber. Oder, naja, ein Stück. So. Plünder die ganze Partie. Ja, es kommt drauf an, manche wollen halt. Ich muss ehrlich sagen, sonst würde LS nicht so ankommen, so gut. Aber es fällt vielen auch das Zusehen nur. Weil einfach die Gesprächsthemen da interessant sind. So. Ist da noch irgendwas außer der eine? Da drüben ist einer. Bleibst du stehen? Bleib stehen, bitte. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich daneben treffe. Zack. Alarmglocke ausschalten. Gut so. Jetzt werden wir da wieder rausgehen oder nicht. Perfekt, den nächsten umbracht. Ja.
So, du bist schnell tot. So, jetzt bringen wir dich auch um, weil ich will da keine Leute haben. So, ich brauche Medizin unbedingt. Ich muss ein bisschen Leute plündern. Na, darf ich dich plündern? Danke sehr. Perfekt. Okay, da gibt's einen Keller anscheinend. Hey, ich habe die schon hingemacht. Oder? Ja, ist eh schon defekt. Wieso wird die noch angezeigt? Verstehe ich jetzt nicht. Wurscht. Wieso bleiben die Leute nicht, wenn ich einmal den Adlerblick gemacht habe? An geht's. Super, den einen da vorne hat er mir nicht angezeigt. Ah, die sind unterirdisch. So, perfekt, den haben wir jetzt auch einmal. Deine gegenrevolutionären Tage sind gezählt, du Hund! Ah, komm! Komm von den Seiten! Du entkommst nicht, du Schade! So, passt. Plündern. Jetzt ist wieder Ruhe im Haus. Aber wir haben 17.000 schon wieder und wir haben sicher jetzt einen Haufen Geld jetzt auch schon wieder in unserem Café, was wir rausholen können. Jo, bis dann, Tario. So. Die Truhe ist unterhalb. Wir werden. Da mal reingehen, probieren. So, dann mal den. Den da drüben werden wir auch noch holen, wenn du rüberkommst dann. Na, komm her. Geh noch ein Stück weiter. Oder dreh dich um. Wo ist der? Etwas stimmt nicht. Doch, das stimmt schon. Perfekt, den nächsten umgebracht. So, das war der, der mich verfolgt hat. Dann wären wir jetzt Attentat aus dem Versteck mit dem Berserkerpfeilen. Ja, ich pfeife auf die Nebendinge, weil ich habe da sowieso keinen Plan und keinen Erfolg damit. Beziehungsweise Berserkerpfeile kann ich sowieso nicht machen. Das war jetzt scheiße. So, komm. Machen das alle. Schaut gut aus. Plündern. Das ist ein Stufe 1 Schloss. Das sollte ich eigentlich knacken können. Stufe 2 sollte ich auch schon knacken können. Beinteragieren. Das wird jetzt größer sozusagen, wenn es Stufe 1 jetzt nicht mehr sind. Das finde ich auch genial. Okay, da geht's lange noch raus. Der hört mich nicht. Das finde ich so lustig. Oh, bist du tot? Das tut mir aber jetzt leid. Nicht. So, wir werden einmal auf jeden Fall da runtergehen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon ein Heilungsding einschalten soll. So, wo sind jetzt die? Geht's dann auch mal tiefer hinunter, oder? Da geht's gar nicht weiter. Oder bin ich blind? Ah, da geht's weiter. So. Du
Perfekt. Schön immer blocken. Blocken funktioniert wunderbar. Also wenn du ein bisschen drauf schaust auf das scheiß Gelbe, dann geht's. Das ist nur, wenn du überhaupt nicht schaust auf das Gelbe und nur kämpfst, dann kannst fast keinen Angriff blocken und dann bist du so schnell tot in dem Spiel. Ich würde aber mal jetzt mal eins... Okay, es war das letzte. Das war nicht gut. Ich hätte doch nicht einsetzen sollen. So. Da wurde aber mal gespeichert. Da ist die Truhe. Was suchen wir jetzt? Wir müssen La Dodge finden. Oder La Dusche oder so irgendwie. Na, geh da rein. So, wir sollen Attentate ja aus Verstecken auch vollführen. Obwohl Berserker-Pfeile haben wir sowieso keine. Perfekt. Wieder zwei ausgeschalten. Bin gespannt, ob ich jetzt noch die Berserker-Pfeile zusammenbekomme, aber wahrscheinlich nicht, dass die irgendwo, die werden nicht gedroppt werden. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja, müssen wir damit leben. Und ich glaube, ich hätte die nacheinander reinziehen können auch, weil den einen habe ich ja reinzogen. So. Sei leise. Danke. Ich weiß nicht, warum mich der nicht angreift. Die faulenzen da gerade ein bisschen zu viel. Nächster. Nein, das ist nur ein Ausgang. Da hätte ich nur... Was? Ich hätte wahrscheinlich da reingehen können. Perfekt, beide um. Ah, da hätte ich nicht. Da hätte ich von außen sozusagen reingehen können über den Keller. Und ich bin über oben gegangen. Das bringt genau jetzt Nüsse. Der Keller für mich. Dass ich wieder rausgegangen bin. Deswegen nochmal komplett zurück. Der ist im anderen. In der anderen Hälfte vom Haus gewesen. Kellergewölbe sind schon geil. So, jetzt sollte ich da wieder im Haus sein. Zack, hinauf mit uns. Hinauf, danke. So, wo müssen wir jetzt hin? Es ist blöd, dass ich da irgendwie... Ein Zweierschloss. Zwei könnten wir ja schon schaffen, normalerweise. Boah, es war auch wieder knapp, dass ich da gemacht... Nein! Das gibt's nicht. Das darf nicht passieren. Perfekt. So. Das ist eine offene Tür, oder was? Na, ich verstehe jetzt nicht, wo ich genau hin muss. Irgendwo da in dem Gebiet. Ah, da geht's mal rauf, das ist nicht schlecht. Wer weiß, und wenn du klug bist, ignorierst du es. Was soll das denn bedeuten? Nur das. Oh. Anhalten! Auf ein Wort! Seltsam. Versuchst du wegzulaufen? Ah. So einfach geht das. Ich glaube, das waren alle, oder? Würde ich sagen. Das hat prima funktioniert. Einfach eine schöne Rauchbombe reingehauen und die nicht mehr gewusst, was sie machen sollen jetzt im Endeffekt. Wir dann schön einfach alles geplündert, die umgebracht und dann niedergenietet. Jetzt plündern wir sie noch schnell. Weil ich brauche unbedingt Heildinge.
Die Geldbeutel sind unnötig in meinen Augen, weil das werfe ich sowieso nie. Ich weiß, man sollte das alles machen und so weiter und so fort. So. Ich opfere dich. Sorry, tut mir leid, dass du sterben hast müssen. Wirklich, aber so richtig. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich die rote Kiste aufmachen kann oder nicht. Was für Stufe die hat.